So, jetzt die andere Seite. Jetzt schicken wir mal hier, also so wie in dem Theorie in Anführungsstrichen Video angedeutet, jetzt schicken wir mal hier durch diese beiden Spulen, die habe ich in Reihe geschaltet, damit der Effekt deutlicher sichtbar ist, schicken wir mal hier durch, also durch den Schalter, durch diese Lampe, durch die Spulen den Strom. Und damit wir sehen, dass das, welche Lampe eher angeht, nämlich wenn ich anschalte, ist diese hier direkt an die Spannungs-, also über den Schalter an die Spannungsquelle angeschaltet und diese hat einen Umweg. Der Strom wird also durch diesen Stromkreis fließen und durch diesen Stromkreis. Mal sehen, welche eher angeht und wir werden es sehen, dass diese Lampe hier, wo also der Strom durchgeschickt wird, der dann durch die Spulen läuft, viel eher angeht und das erklären wir gleich. Achtung und man merkt es deutlich. Die leuchtet ein bisschen dunkler, weil sie noch viel, viel, viel 1000 Meter Draht hier vor sich hat. Ich schätze mal, das sind 3 Kilometer Draht. Ist aber nicht schlimm. In Reihe geschaltet, da merkt man mal, was so ein spezifischer elektrischer Widerstand ausmacht. Aber dass die später angeht, bedeutet, hier hat sich eine Gegenspannung aufgebaut, nämlich eine Selbstinduktionsspannung, die verhindert, dass sich das Magnetfeld eigentlich aufbaut. Selbstinduktion ist noch eine ganz andere Sache. Aber bedeutet, bis sich die Energie hier drin aufgebaut hat, läuft hier erstmal relativ wenig. Aber das erklären wir dann alles nochmal in dem anderen, in dem sozusagen Theorievideo. Nochmal, ich drücke drauf, diese wird am ehesten angehen und die folgt erst dann, wenn sich das Magnetfeld komplett aufgebaut hat. Achtung und deutlich, ne? Gut, ich wünsche euch was. Ich hoffe, dass sowas hilft. Solche direkten, sagen wir mal, praktischen Demonstrationen. Also, dann macht's gut. Tschüss.